Ja, von meiner Seite an dieser Stelle übergebe ich dir jetzt ganz offiziell das Schlusswort. Du darfst Tschüss sagen. Tschüss. Macht's gut. Ciao. Genau, richtig. Gedankenflimmern Live Talk heute. Wir haben ja immer Themen von Digitalisierung in Bildung und Gesellschaft. Und Michael, du warst jetzt gerade dabei, mal zu erklären, erzählen, worüber wir uns heute beschäftigen wollen. Genau, wir hatten ja jetzt heute kein festgelegtes Thema von uns, sondern zu sagen, okay, woran arbeiten wir gerade, was beschäftigt uns gerade? Und für mich gibt es da eigentlich im Augenblick zwei Punkte mit denen oder drei Punkte, mit denen ich mich beschäftige. Kannst du denn auch mal sagen? Für mich ist es einerseits eben, Ich muss schon ein bisschen hier rüber, wohin so. geht die Zukunft? Also zu sagen, ja, analoge Veranstaltungen ins Digitale zu übertragen, war ja so ein Job, der, ich sag mal, das ganze Jahr über angedauert hat, aber jetzt geht es auch so langsam in die Phase über hybride Veranstaltungen, also wo ein Teil vor Ort stattfindet und ein Teil über digitale Kanäle nach außen ist. Meistens ja den Referentinnen, Referenten vor Ort, also im Augenblick die Anfragen und die Teilnehmenden zugeschaltet. Ich habe jetzt für unsere Einrichtung gerade neue Technik Ja, gekauft, die testen wir ja hier die auch wir jetzt hier gerade, gerade richtig. testen. Also Und ich muss sagen, Michael, ich bin schockiert. Also schockiert, wie günstig das Set war, was du da gekauft hast. Aber scheinbar vom ersten Test, den wir vorhin gemacht haben, ist die Qualität wirklich akzeptabel und hinnehmbar, ne? ja, also wir haben es letzte Woche schon mal kurz getestet und waren eigentlich auch positiv überrascht. Zumindest erstens bietet es ja tatsächlich vier Kanäle, das heißt, man kann vier Personen gleichzeitig. Und das ist schon auch, ich sag mal, für 200 Euro. Okay, aber wir verraten jetzt noch nicht, was es gekostet hat, dieses Set mit vier Kanälen für 200 Euro, sondern das sagen wir am Schluss erst. Alles klar, das machen wir dann. Super, Verschweigen wir das. gut, klasse. Wir können das ja rausschneiden dann. Richtig, richtig, genau. Wir sind ja hier unter uns. Genau, nee, also es, genau, das ist ja große Herausforderung, vor denen wir hier jetzt erstmal stehen. Und ich merke auch, so die Anfragen, die mich in letzter Zeit erreichen, das sind gar nicht mehr mal so die digitalen Formate, sondern die hybriden Formate, das heißt Verknüpfung analog und digitale Räume. Und es gab auch schon so die ersten guten, halb guten und auch teilweise katastrophalen Erfahrungen und Rückmeldungen, die ich auch bekommen habe. Und da können wir ja vielleicht auch noch mal drüber reden, ja, wo drin diese Erfahrungen lagen und was man vielleicht auch hätte anders machen können. Stehe ich im regen Austausch mit vielen Referentinnen und Referenten. Ein Thema heute. Das andere Thema, das mich natürlich auch beschäftigt, ist insgesamt Digitalisierung, also Digitalisierung der Gesellschaft. Wir kriegen das ja an den unterschiedlichsten Stellen mit. Also wenn Gesundheitsämter ihre Daten irgendwo hinfaxen Oh müssen, ja. dass da noch einiges aufzuholen ist, von dem ich denke, das würde eben auch Sinn machen. Es gab eine große Diskussion, das hat mich so ein bisschen beschäftigt, mit der Corona-App und Tracking versus Tracing, die jetzt sozusagen mit diesem Ansteigen der infizierten Zahlen auch wieder zugenommen hat. Schade, dass die Gesundheitsämter nicht auf die Daten zugreifen können, mit wem hatten sie Kontakt. Ja, und das hat sozusagen alles digital erfasst worden ist, wo ich sage, das mag in anderen Staaten funktionieren, hier funktioniert das so nicht. Ja. Und die andere Frage ja immer wieder ist sozusagen, inwieweit Digitalisierung dort auch notwendig ist. Ja. Okay, Klar, wenn man mit einem System spannend, hat, klar, natürlich, das natürlich sicherlich. dann die Daten in Papierform bringt und dann mit Fax übermittelt, das ist dann schon ein bisschen. Richtig. Das wird auch das spannende Thema sein und vielleicht auch anschließend so Herzensthema von mir general, so der Stand Digitalisierung einfach heute. Wir hatten jetzt ja wirklich monatelang Zeit, ich sag mal, Konzepte, Ideen zu entwickeln und wo stehen wir heute? In unserem Bereich, in den Behörden und auch in den Schulen zum Beispiel gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen. Aber gut, das ist eine bunte Liste heute, das ist auch schön. Und fangen wir doch mit dem ersten Thema, was wir genannt haben, so mit den hybriden Veranstaltungen. Und ja, wir haben heute mit ein bisschen Verspätung auch gestartet, weil wir
wie gesagt, auch erstmal neue Technik auch am Austesten sind. Es gibt ja immer für uns ja auch wieder neue Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, weder Michael noch ich sind irgendwie ausgebildete Tonregieassistenten. Wir müssen uns ja auch damit beschäftigen, wir müssen ausprobieren, wir müssen Expertisen entwickeln und auch Empfehlungen im Prinzip dann auch aussprechen. Und du hast jetzt hier so ein neues Mikrofonset mitgebracht. Genau. Was ist das denn? Ja, so ein Mikrofonset. Oh, ja, danke Michael also für diesen Beitrag. Letztendlich geht es ja darum, wir haben bei uns in der Einrichtung haben wir eine stationäre Anlage. Ja. Das heißt, wir haben Funkmikrofone, solche Funkhandmikrofone für die Referentinnen und Referenten, wenn Vorträge gehalten werden. Wir haben Headsets oder ein Headset. Und das ist alles in der Anlage, die aber nicht so mobil ist, dass man die einfach mal so in den Koffer packen kann und mitnehmen kann. Ja, und meine Intention war, eine Technik zu beschaffen, die es eben uns ermöglicht, auch an andere Orte zu gehen. Ja. Mit einer einfachen Technik. Also alles am besten in einen kleinen Koffer verpackbar. Und das haben wir jetzt hier gefunden. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich ein Gerät, das in der Lage ist, vier solche Mikrofone wechselweise, je nachdem, welches man macht, Nackenbügelmikrofon oder Handmikrofon, zu benutzen. Ob man das jetzt benutzt in einem, in einem Gottesdienst, ob man das benutzt in einem Veranstaltungsraum, in der Volkshochschule oder sonst was, das ist vollkommen wurscht. Also ortsunabhängig kann man das benutzen. Und wir wollten eben schauen, dass wir eine Anlage haben, die auch qualitativ gut genug ist. Und wir haben drei Anlagen gestellt. Ja. Ja, drei Anlagen. Eine sehr günstige, eine mittelteure und eine teurere. Und haben gesagt, okay, wir arbeiten uns langsam von unten nach oben, weil ja immer wieder die Rückmeldung ist, wir können oder wollen nicht so viel Geld ausgeben für Technik. Ja. Ja. Also wir wollen keine 2000 Euro Soundanlage, sondern möglichst einfach, weil wir, du hast es ja gesagt, auch immer gefragt werden, was könnt ihr denn empfehlen? Richtig, richtig, richtig. Und deswegen haben wir mit der günstigsten Anlage angefangen und haben gesagt, die testen wir jetzt mal. Ja. Und waren echt begeistert. Ja, also wir hatten vorhin ja auch schon den ersten Test und auch so die erste Konferenz damit ja auch schon gemacht mit unseren Partnern in Darmstadt und auch gespiegelt bekommen, der Ton, dass der sehr gut ist. Ja, natürlich, also wie gesagt, in dem Set sind jetzt so zwei so Handmikrofone, zwei solche Nackenbügelmikrofone mit dabei. Und klar, du sagst 200 Euro hat das Set gekostet, das ist erstmal nicht viel Geld für Mikrofone. Und wenn man die Mikrofone in der Hand hat, sieht man auch direkt warum. Also ich gucke ja auch immer mit einem sehr kritischen Auge, nicht nur auf die akustische Qualität, sondern auch auf die Verarbeitung. Ich meine, das ist halt alles Kunststoff. Kunststoffgewinde, Kunststoffdeckel und ich sag mal, da gibt es natürlich im höherpreisigen Segment, wo dann ein Doppelmikrofon 300 Euro kostet, auch schon mit Metallgewinde, Metallscharnier, die wahrscheinlich auch langlebiger sind, aber du hast natürlich vollkommen recht, man muss natürlich auch aufs Geld gucken, weil es muss jetzt erstmal in der breiten Masse ja investiert werden. Ja, und andererseits, also auf dieses Gerät gibt es jetzt erstmal eine Garantie von 3 Jahren. Das heißt, für so einen Zeitraum, auf den jeden wir Fall. Auch testen, reicht es uns mal vollkommen aus. Und da jetzt zu sagen, wir kaufen jetzt für den Test so eine 2.000-Euro-Anlage. Nee, das ist klar. Das, also ist für uns jetzt die Notwendigkeit. Richtig, richtig, richtig. Nee, und wie gesagt, das Headset, das trägt sich ja auch ganz gut. Ich hatte vorhin schon gesagt, was mir hier ein bisschen fehlt, was ich hier so bei meinen Funksendern habe, das ist eine Akkustandsanzeige. Das finde ich halt auch immer sehr, sehr hilfreich, dass man einfach sieht, wie voll ist denn jetzt noch der Akku, was hält die Batterie noch aus. Aber letztendlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, man muss einfach nur gucken, dass die regelmäßig aufgeladen werden, die Batterien. Genau. Und von daher. Ja, wir wissen, da ist eine Veranstaltung, die dauert 4 richtig. Stunden oder 6 Stunden, dann macht man vorher neue Batterien. Richtig. Rein. Und 6 Stunden genau. Sollten sie schon aushalten. Ja, ja. Und das muss man jetzt einfach ausprobieren, wie lange die halten. Aber so vom Tragekomfort sind sie erstmal ganz gut. Also, ich hatte sie tatsächlich schon eine Stunde auf in unserem Test letzte Woche und das ging gut. Ah ja, prima. Also, prima. Sehr, sehr schön. So, und jetzt ist mal wieder so ein Punkt. Jetzt fragen sich bestimmt unsere 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern,
Was ist denn das für ein geiles Mikrofon, was ihr da habt? Wir wollen natürlich, also wir machen keine Werbesendung hier. Hier ist nirgends Werbung eingeblendet und ist auch keine Dauerwerbesendung. Wir kriegen auch nichts dafür. Ganz regulär wurden Geräte auch immer bezahlt, aber wir reden hier halt einfach über die Technik und alles, was jetzt gesagt wird, ist einfach subjektive Meinung. Genau, wer die Firma und das Gerät wissen will, kann mir einen Fax schicken. Per Kurier. Per Depesche. Ich habe nämlich letzte Woche, muss ich ehrlich sagen, das erste Mal seit gefühlt 10 Jahren wieder ein Papierformular ausfüllen müssen zur Beantragung eines E-Mail-Accounts. Ja, aber jetzt mal ernsthaft, von wem ist denn dieses Mac Gray UHF 2V21 Mikrofonset? Von einer Firma. Von der Firma. Von der Gut. Firma. Also, ich habe tatsächlich, also mit einer bekannten Firma aus dem Bereich Thomann telefoniert, mit dem Techniker. Habe da eben auch im mittleren Preissegment und in das teurere Preissegment die beiden Geräte bestellt zum Test. Ja. Und er hat mir auch gesagt, es gibt auch noch günstige Geräte, die auch nicht schlecht sind, aber sie verkaufen sie nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, wer macht denn das? Und da hat er mir diese Firma genannt und das ist ein Konkurrenzunternehmen. Ja. Der Name mir jetzt wirklich Das ist ja auch uninteressant. Aber wie gesagt, wer da wirklich Interesse hat, kann sich gerne auch nochmal mit dem Michael in Verbindung setzen. Genau. Und ansonsten, der Name ist ja gefallen. Kriegt man, glaube ich, über die Suchmaschine auch noch gefunden. Genau. Ja, sicher. Also, genau. Ich habe das ja auch dann tatsächlich von dem Namen Kingstein oder so ähnlich heißt diese Firma, also anders wie Thomann. Ja. Du hast den Namen des Gerätes gesagt, ich beschäftige mich damit nicht. Ich frage immer, funktioniert die Technik, macht sie das, was sie soll? Nur, wie gesagt, wir empfehlen sie jetzt ja hier für diejenigen, die jetzt einfach für kleines Geld auch, ich sag mal, was kaufen wollen, sind natürlich auch an dem Produkt interessiert, an dem Namen. Von daher ist es ja gar nicht mal so verkehrt. Okay, gut. Diese Herausforderung, also hybride Veranstaltung, was wird da auf uns zukommen? Da wird eine Menge auf uns zukommen. Wir sind ja jetzt gerade dabei, von meiner Arbeitsstelle aus in die Jahresplanung für das nächste Jahr zu gehen oder sind schon mittendrin. Also ich habe schon 4, 5, 6 Veranstaltungen geplant. Und wir planen diese Veranstaltung tatsächlich auch zum Teil als hybride Veranstaltung. Das heißt, wir werden bei uns im Veranstaltungssaal ein bestimmtes Setting haben. Ja. Ja. Und Leute vor Ort haben. Wir werden wahrscheinlich auch, das ist so eine Überlegung, es tatsächlich, wenn es die ganze Corona-Geschichte zulässt, auch so machen, dass wir nicht nur Referentinnen und Referenten vor Ort haben, sondern auch tatsächlich Zuhörerinnen, Zuschauer, Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort haben. Ja. Ja. Und gleichzeitig aber eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen das digital, weil das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, unabhängig von Corona. Ja. Unabhängig von Corona, wenn wir in Mainz eine Veranstaltung machen, kommen wenig Leute aus dem Odenwald oder aus dem Vogelsberg oder aus dem Westerwald nach Mainz gefahren zu einer Veranstaltung. Das ist richtig, das ist richtig. Und es gab jetzt auch schon zahlreiche Versuche und zahlreiche Veranstaltungen, jetzt auch in den einzelnen Dekanaten. Derzeit sehr beliebt, das Thema Synode auch hybrid stattfinden zu lassen. Und hier gibt es aber einige Reibungspunkte und Konflikte auch. Denn in der Regel werden die Öffentlichkeitsreferenten oder Gemeindepädagogen, ich sag mal, beauftragt, für das Setting dann auch zu sorgen. Und die stehen erstmal auch da und sagen sich, vielleicht auch überhaupt keine Ahnung von der Materie haben. Ja, ich bin ja kein Fachmann, was Tonübertragung und Videoübertragung oder sowas angeht. Was kann man so Menschen dann damit an die Hand geben? Ja, man muss sich mit Technik auseinandersetzen. Also es ist immer wieder auch ein Gespräch zwischen mir und den Verantwortlichen bei uns, also Leitung, dass es nicht nur darum geht, dass man didaktische Konzepte entwickelt, also auf so einer inhaltlichen Ebene arbeitet, sondern ich muss natürlich auch ein Stück weit Kenntnisse haben für die Technik. Ich muss natürlich wissen, wenn ich so eine Konferenz habe und mache Unterkonferenzräume, also in dem auch Breakout-Sessions in dieser Software,
Da muss ich ja auch wissen, wie funktioniert das? Wie kann ich sie einrichten, wenn ich thematische will? Wie muss ich sie umbenennen? Das sind ja jetzt keine inhaltlichen Kenntnisse, die man sich aneignet, sondern das sind technische und daran kommen wir auch nicht vorbei. Okay, das bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss, dass seitens des Arbeitgebers auch unter der Chefetage die Freiräume eingeräumt werden muss, um sich mit Technik auch mit zu beschäftigen und dass auch generell die Ressourcen auch, ich sag mal, zur Verfügung gestellt werden müssen. Ja, sicherlich. Also wenn man keine Technik von außen einkauft, die Möglichkeit bestünde ja auch, dass man sagt, man will eine Veranstaltung machen, hybride Veranstaltung, und man holt die Veranstaltungstechnik inklusive Techniker von außen. Kann man machen, ist aber auch zu bezahlen. Da ist man ganz schnell im fünfstelligen Bereich für so eine Tagesveranstaltung. Genau, also wir hatten ja gerade, ich sag mal, für die Veranstaltung nächste Woche den Kostenvoranschlag, der lag ja so, sag mal, im höheren vierstelligen Bereich. Ja. Und jetzt haben wir hier eine Technik, die, sag mal, durchaus nutzbar ist, auch von Leuten, die jetzt kein großes technisches Verständnis, das habe ich nicht, haben, aber wo man sagen kann, das kann man sich aneignen, das ist jetzt auch nicht die Welt, dass ich da jetzt so 2 Wochen Technikerkurs brauche, sondern zu sagen, okay, man muss sich mal mit Grundlagen beschäftigen und diese Zeit muss auch der Arbeitgeber zur Verfügung stellen. Ja, und ich finde, man muss auch so ein bisschen unterscheiden, also ich sag mal, womit man sich konkret beschäftigt. Also natürlich, es gibt jede Menge Spielereien, die man machen kann. Ja, also ich meine, man kann hier irgendwelche Gadgets mit einbauen, man kann jetzt hier zum Beispiel Bauchbinden und Grafiken und Überblendung, Bild in Bild, Multicam, also mehrere Kameras mit einbauen, Chroma Key. Das ist aber jetzt erstmal für die reine Zweckerfüllung einer hybriden Veranstaltung, ich sag mal, zweiter Level. Ich glaube, so die Grundlage ist ja jetzt erstmal, sich mit Ton und auch Video und auch Bild, also Bild auseinanderzusetzen. Ja. Wie kriege ich welche Kamera angeschlossen? Welche Mikrofone kann ich verwenden? Wie kriege ich die Mikrofone angeschlossen, ohne dass es Rückkopplung gibt? Und ich glaube, das ist erstmal so der Grundstock, mit dem man sich beschäftigen muss. Verständnis, also wir haben das Thema ja immer wieder mal auch ein Verständnis dafür, welche Technik benutze ich so im Alltag. Also viele, die Laptop haben, Laptop-Kamera, Laptop-Mikrofon, sitzen davor und diese Rückmeldung zu sagen, es ist schön, also es ist ja einfach alles in einem Gerät, aber es gibt sehr große qualitative Unterschiede. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaub, und das auch haben... die Bewegung, ob jetzt jemand direkt in einen Laptop spricht oder ob er sich beim Reden rumdreht. Ja. Immer wieder das Gleiche, nämlich sehr starke unterschiedliche Qualitäten. Richtig. Und Qualität, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Techniker, aber ich merke, es ist anstrengender, Leuten zuzuhören, die man schlecht verstehen kann. Gut, das hat ja jetzt erstmal nichts mit Technikkompetenz zu tun, sondern das ist etwas, das haben wir, glaube ich, alle in zahlreichen Videokonferenzen erleben dürfen, schlechte Mikrofone, wie anstrengend es ist, dazu zu hören, wenn Leute sich wegdrehen, wenn es leiser wird. Das ist natürlich der Vorteil von solchen Nackenbügel-Kopfmikrofonen oder Headsets. Genau, deswegen ist jetzt bei uns zum Beispiel, wir sind ja gerade mit der Leitung unserer Einrichtung da auch im Gespräch, gehört dieses, also ein Headset zum Beispiel, mit zur Grundausstattung. Ja. Nicht nur ein Laptop, sondern... Vernünftige Frage, ja, klar. Sondern auch ein Headset. Und das ist schon auch nochmal eine neue Erfahrung. Richtig. Genau. Das funktioniert nur, wenn man eine Rückmeldung bekommt, wie ist denn eigentlich die Technik? Ich habe jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wie das Mikrofon wirkt. Ich habe jetzt vorhin gehört, in unserem ersten Technik-Check, den wir gemacht haben, hört sich ganz gut an, dumpfer als das... Ja. Als das Mikrofon, aber ich selber habe ja jetzt erstmal keine Kontrollmöglichkeit. Das ist richtig. So geht das ja vielen Personen und da ist einfach ein ganz einfacher Tipp, wenn Sie mal auch herausfinden wollen, wie Ihr eigenes Mikrofon auch klingt, starten Sie doch einfach mal eine Zoom-Konferenz und zeichnen Sie die auf, hören Sie sich die Aufzeichnung an. Auch gibt es die Möglichkeit, ich sag mal, den Originalton zu aktivieren. Also im Moment ist es so, der Ton, der kommt ja jetzt in Zoom rein, wird von Zoom auch nochmal angepasst und bearbeitet. Und jetzt schalte ich nochmal um auf den Originalton, dass der Ton, so wie er aus beim Mischpult kommt, auch 1:1 übernommen wird. Und
Ja, da kann man einfach ganz leicht ausprobieren, selber mal aufzeichnen, sich die Aufzeichnung anhören und wenn man damit zufrieden ist, ist es ja schon mal ganz gut. Genau. Und ansonsten halt wirklich auch, und das habe ich auch lernen müssen, meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern eine Rückmeldung zu geben, Oh ja. ja, dass man es schlecht verstehen kann. Das Weil stimmt. viele kriegen das gar nicht mit. Ja, wie auch, ne? Also. Genau, das ist ja das, was ich sage. Ich kriege es ja selber nicht mit, Richtig. denke, alles ist in Ordnung. Dabei ist es auf der anderen Seite gar nicht in Ordnung. Ja. Ja. Also ich finde es halt einfach auch wichtig zu wissen, wir reden jetzt ja darüber, was für Grundvoraussetzungen braucht es, um in diesem Bereich auch tätig zu sein. Wird gesagt, so ein Grundwissen, Mikrofone, wie schließe ich die an? Und da finde ich es einfach auch mal wichtig zu wissen, dass es einfach unterschiedliche Mikrofone gibt. Weil ich werde immer gefragt, Tobias, kannst du mir ein Raummikrofon empfehlen? Also am besten ein Mikrofon, was ich in den Raum stelle und egal wer wo ist, dass der Ton kristallklar übertragen wird. Das Sowas funktioniert. wünsche ich mir Ja, auch. sowas wünsche ich mir natürlich auch, ja, aber sowas funktioniert nicht. Also ich meine, sowas gibt es natürlich. Also es gibt so Deckennetzmikrofone. Da wird im Prinzip die komplette Decke abgehangen und dann hängen im Prinzip so kleine Mini-Mikrofone Ja, runter. das wäre natürlich viel zu aufwendig. Da Das ist ja nicht mobil. bist du auch in einem höheren fünfstelligen Bereich für sowas. Ja, das funktioniert natürlich nicht. Und ich sag mal, so ein Mikrofon, ich hatte jetzt letzte Mal so die Situation, da wurde mir beschrieben, ja, wir hatten da Mikrofone angeschlossen, das gab nur Rückkopplung. Und dann waren das halt Gesangsmikrofone. Und das ist halt ein Gesangsmikrofon, ist halt nochmal ein anderes Mikrofon als jetzt so ein Sprechermikrofon. Und je nachdem, wenn ich dann mehr nah oder weniger nah von einer Box stehe, das sind Erfahrungswerte. Ja. Wie nah kann ich mit einem Mikrofon an meinen Lautsprecher drangehen, bis es zu einer Rückkopplung kommt? Und das muss man ausprobieren. Ja, und dann ist ja noch ein zusätzlich, das finde ich jetzt so ein Stück weit für mich persönlich eine große Herausforderung. Die Technik habe ich jetzt soweit, ja, also ich sagen kann, okay, mit dieser Mikrofonanlage können wir auch arbeiten. Ja, wir haben jetzt Zugang, technischen Zugang, aber jetzt so die andere Frage, wie gestalte ich eigentlich so eine hybride Veranstaltung? Ja. Also wir haben ja beispielsweise, haben wir eine Saalkamera. Ja. Ja, wir haben eine Saalkamera und die vorderen, die sind sozusagen scharf zu erkennen und die hinteren nicht. Ja, die Kamera ist einfach auf die Tiefe her, dass sie, je tiefer es geht, desto undeutlicher wird es. Die Tiefenschärfe, ja, Genau, genau, das ist Tiefenschärfe. Ja. genau. Ja, und zu sagen, wie können wir sozusagen das jetzt regeln, dass zum Beispiel jemand, der im hinteren Bereich des Raumes sitzt, Ja. eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer in einer hybriden Veranstaltung und eine Frage hat, erscheint den Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Bild ganz winzig. Man sieht die gar nicht. Ja. Ja? Also gibt es sozusagen die Technik, damit beschäftige ich mich gerade, gibt es gerade die Technik, dass man sozusagen mit der Kamera dann automatisch dorthin zoomt. Ja, dass man sagen kann, okay, die Kamera orientiert sich daran, wer spricht gerade. Das wäre mein Ideal. Ja, eine Ja. Kamera, die in den Raum reingeht, eine Totale hat und dann aber auch sozusagen fokussiert auf die Person, die spricht. Oder muss man das händisch machen? Ja. Ja, ich vermute eher händisch, weil letztendlich, wenn die Person frei spricht, ist sie nicht zu verstehen, weil es nicht das ultimative 3D-Raummikro gibt in unserer Preisklasse. Das würden wir dann mit den Ja. Handmikrofonen, könnten wir ja wie eine analogen Veranstaltung auch mit einem Mikrofon Ja, umgeben. aber da müsste die Kamera ja die Person optisch erkennen. Also akustisch erkennt sie Genau. die ja nicht, sondern sie muss die ja optisch erkennen, dass die irgendwo heraussticht. Ich meine, solche Systeme gibt es ja auch schon, verschiedene AIs in den Kameras eingebaut Eben, sind. eben. Aber ja. Ja, das ist was, was mich gerade beschäftigt. Ja, wir haben jetzt auf der Arbeitsstelle ein neues Board, also eine große, im Prinzip wie eine Schultafel, Ja. so mit aufklappbar. Da ist auch ein eigener PC dabei, also ein Mini-PC, auf dem man jetzt auch die Software installieren kann. Wir haben jetzt Ja. auch schon die Videokonferenz-Software drauf installiert. Ich habe meine kleine 30-Euro-Kamera genommen und habe sie angeschlossen über USB, habe oben drauf gemacht. Die Kamera hat auch ein Mikrofon und das Board hat auch ein eingebautes Mikrofon. Und tatsächlich funktioniert es erstaunlich gut. Also mit dieser Kamera. Aber wir haben eben dieses Problem,
Konferenzraum, also kein großer Raum, ja, sondern eher ein kleinerer Gruppenraum. Ja. Und die Kamerabildqualität ist jetzt nicht so gut. Die Tonqualität war eher so ein Hall. Ja, das ist klar. Das ist halt der räumliche Ton, der dann aufgenommen wird, richtig. Genau. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir sozusagen das lösen. Das sind wir jetzt gerade am Überlegen, ob man so etwas wie ein Raummikrofon macht. Ja, da gibt es ja auch Systeme. Da gibt es Konferenzlösungen. Genau. Richtig. Ja. Und dass man das jetzt auch mal ausprobieren. Schauen, dass man dann eben ein Gerät, ja, von dem es heißt, das sollte man fest installieren, also eine Kamera mit Raummikrofon, integriertem Raummikrofon plus extra Raummikrofon, das man noch anschließen kann. Ja. Ja. Dass wir da eine Lösung finden, wenn wir dieses Setting kaufen, ja, erstmal zum Test, dass wir dann sozusagen das so machen, dass wir es auch mobil verwenden können. Ja. Ich werfe mal gerade so einen Blick auf unseren Facebook-Stream und die Kommentare, die hier jetzt auch gerade oder die Fragen, ob hier welche auftauchen. Sagt, alle sind natürlich herzlich eingeladen zu kommentieren oder sich zu beteiligen, wenn es da Themen oder auch Erfahrungen gibt. Einfach ja in die Kommentare reinschreiben oder in irgendeiner Form auch rückmelden. Wie gesagt, ich habe das hier auch mit alles auf dem Schirm. Super. Es bleibt auf jeden Fall eine große Herausforderung und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, vor allem welche Strategien sich da entwickeln, weil ja viele Einrichtungen, viele Strategien, bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Ja. Und was noch spannender ist, du hast einen Fax bekommen. Nee, du musstest ein Formular mit Papier. Ein Papierformular ausfüllen. Ich glaube, ich habe in den letzten 10 Jahren kein Formular mehr ausgefüllt. Ja, aber ich habe in diesem Jahr einen Fax schon bekommen. Das habe ich dieses Jahr noch nicht geschafft. Siehst du mal. Also gut, du bist schockiert, du musstest ein Formular mit Papier ausfüllen. Und warum schockiert dich das so? Ja, weil ich glaube, dass da in der Zwischenzeit tatsächlich digitale Möglichkeiten gibt, die relativ einfach sind. Also wenn es darum geht, sag mal, warum muss ich das über Papier machen? Warum? Ja. Also ich kriege eine PDF zugeschickt, also ein digitales Format zugeschickt, das ich dann ausdrucke, händisch ausfülle, unterschreibe, in einen Briefumschlag schicke und wieder stecke und wieder zurückschicke. Ja, und für mich ist so die Frage, was ist jetzt der Sinn? Ja, aber wie denn sonst? Also ist doch, ich könnte es ja auch als PDF einfach ausfüllen. Also die Möglichkeit gibt es ja auch und das als PDF zurückschicken. Ja, natürlich, natürlich. Ich hatte das letztens ja auch einen Antrag für eine Förderung. Ja, warum? Warum? Ja, ja. Warum? Ich, du bist ja nicht alleine, ja. Also wie gesagt, ich hatte ja auch so diesen, jetzt habe ich dich angefasst, einen Antrag. Das stimmt. Wasch ich mit 60 Grad. Genau. Und das musste ich den Antrag auch ausfüllen und hätte ihn per Post oder auch per Fax schicken können. Und ich habe ihn dann einfach selbstverständlich per E-Mail hingeschickt. Ich habe ihn unterschrieben, eingescannt, per E-Mail. So, und dann haben die aber zu mir gesagt, haben mich extra angerufen und gesagt, ja, per E-Mail, das geht nicht, sondern die müssen das per Fax oder per Post nehmen. Und dann habe ich das PDF genommen, habe es per E-Mail an meinen Web-to-Fax-Provider geschickt. Also man schickt das PDF per E-Mail an eine E-Mail-Adresse. Von dort aus wird das dann, ich sag mal, per Fax an die Nummer geschickt und dann war es in Ordnung. Und sehr wahrscheinlich hatten die dann auch, wie die Gesundheitsämter auch mittlerweile, einen Dienst, wo das Fax dann in ein PDF umgewandelt und per E-Mail dann auch zugeschickt wird. Weil vielleicht wird es auch abgeheftet. Ja, nee, ich glaube mittlerweile ist es wirklich so, dass die Faxe digitalisiert sind und dann eben als telefax.pdf per Mail zu gehen, weil das war ja im Sommer auch der Grund, warum das bei diesen Corona-Tests so ewig lang gedauert hat, weil jeder einzelne Test ist ja in den Gesundheitsämtern als telefax.pdf per E-Mail eingegangen. So, und dann hatten die jetzt erstmal tausende von telefax.pdf Dateien, die nicht
oder die nicht automatisiert zuordbar waren. Das musste alles händisch gemacht werden. Ja, das ist fast so gut wie ausgefüllte Zettel. Sozusagen, genau. So, da war jetzt die Frage, warum ist das doch so? Ja, das, also es beschäftigt mich wirklich, weil es ist ja jetzt nichts Neues. Also, ja. Ich sag mal, Corona, ich bin ab 18. März dann ins Homeoffice gegangen. Da weiß man ja schon, dass, und das wusste man damals auch, dass das nicht zu Ende ist, ja, sondern dass es uns noch eine Zeit lang beschäftigen wird. Ja, das stimmt. Ja, also warum braucht es so lange? Sind es Verhinderungsstrategien? Ist es eine Frage des Geldes? Ist es eine Frage des Know-hows? Also ich frag mich das wirklich. Ja. Ich frage mich das wirklich, wie das heute möglich ist, ja, dass Dinge gerade... Eine Stärke der Digitalisierung ist ja, dass immer wiederkehrende Abläufe sozusagen automatisiert werden. Genau. Wir haben es mit der Anmeldung zu einer Veranstaltung. Richtig. Ja, das sind doch, also da beschäftigen sich Menschen damit, die eine E-Mail bekommen, diese E-Mail irgendwo dann eintragen in irgendeine Teilnehmerliste, die dann wiederum zurückschreiben, vielen Dank für die Anmeldung. Also es sind alles so Verwaltungsarbeiten, ja, die sich ständig wiederholen. Genau. Ja, die sich ständig wiederholen, die man aber eigentlich doch ganz einfach digitalisieren kann. Ja, natürlich. Also jetzt gerade das Beispiel jetzt mit der Anmeldung. Bei unserem haben wir die Anmeldung ja jetzt auch für unsere Barcamp-Bildung digital automatisiert. Man loggt oder man meldet sich online an und ein System erstellt uns nachher einfach automatisiert eine Teilnehmerliste und die bekommen automatisch alle Informationen zugeschickt. Und da ist keine Verwaltung mehr mit beschäftigt. Genau. Zum Beispiel. Meine Verwaltungskraft hat dann gesagt, wollen Sie mich arbeitslos machen? Ja, ich wollte mich nicht. Und ich sage, darum geht es mir gar nicht. Ja. Mir geht es doch darum, dass ich diese ewigen, immer und auch als lästig empfundenen Arbeiten, dass man die reduziert, damit man Zeit hat, mehr Zeit hat für andere Arbeiten, von denen ich sage, die sind viel wichtiger. Das stimmt, das stimmt. Weil wir haben alle nur begrenzte Zeiten. Ja, das ist richtig. Und im Moment sehe ich das so, also ich habe sehr viel Kontakt auch mit Lehrerinnen und Lehrern, dass viele sich einfach auch in ihrer Freizeit jetzt sich gerade unheimlich auch mit diesen Themen beschäftigen, weil sie einfach in der Praxis, in der Situation stecken, wo sie auf sich selber angewiesen sind und selber irgendwelche Ideen entwickeln müssen. Wie du gesagt hast, es war im März eigentlich schon klar, wir haben länger mit Corona zu tun. Das heißt, da sind jetzt irgendwelche Taskforce und Spezialgruppen zusammengekommen und Arbeitskreise und nach einem halben Jahr intensiver Arbeit ist als Ergebnis Lüften und Maske tragen rausgekommen. Aber nicht, was machen wir denn, wenn die Lehrer alle umfallen, krank werden und oder Schulen geschlossen werden. So, das heißt, jeder ist auf sich selber angewiesen und muss in seiner Freizeit sich dann Methoden ausdenken, sich damit zu beschäftigen. Und ich glaube, diesen Prozess, den hätte man auch automatisieren können. Ja, also die Frage ist immer auch sozusagen, gibt es Unterstützung? Ja. Auch wenn ich sage, ich habe begrenzte Arbeitszeit, ich kann mich nicht um alles kümmern. Ja. Ich weiß, mit dir habe ich einen Kollegen, den kann ich auch mal fragen. Da kann ich auch mal fragen, wie läuft das mit der automatischen Anmeldung? Können wir das nicht eigentlich auch adaptieren? Können sagen, das können wir bei uns auch nutzen? Dann kann ich mich sozusagen da schlau machen bei dir, weil du da einen Wissensvorsprung, Kompetenzvorsprung hast. Sagen, du kannst ein bisschen, und da bist du ja einfach auch der Typ dazu, zu sagen, ich teile auch mein Wissen mit anderen. Natürlich. Ja. Und dann zu sagen, wie kann man das machen? Ja, ohne dass ich mich da jetzt wieder auch wieder von A sozusagen bis Z ganz neu damit befassen muss, sondern ich kann ja zurückgreifen, das, was man auch in Bildungsmedien, ja, also OER oder sonst irgendwas nutzen kann, dass man sagt, es gibt so viel Wissen, es gibt so viel Know-how, auch im schulischen Unterricht. Also in der schulischen Bildung, in der außerschulischen Bildung sind ja schon ganz viele Erfahrungen nicht erst seit März da, sondern die sind ja auch schon älter. Ja, natürlich. Wo kann man sozusagen diese Erfahrungen abgreifen? Wo kann man eine Rückmeldung geben zu den Erfahrungen, wo kann man eine Rückmeldung bekommen, hat es gut funktioniert und hat es nicht gut funktioniert. Und da finde ich, sind wir viel, viel, viel zu langsam. Ja? Und das ist das ist kein technisches Hindernis. Ja. Das fand ich so amüsant,
Weil jetzt ja auch gerade im Zuge des amerikanischen Wahlkampfes gestern in der Tagesschau auch diskutiert wird, ob man bei den nächsten Landtagswahlen flächendeckend auf Briefwahl umsteigt. Und jemand, der jetzt, ich war ja letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr in Estland gewesen, wo ja schon seit Jahren nur digital gewählt wird, ist dann auch die Frage, ist das jetzt, weiß nicht, ich kann mal typisch deutsch sagen, aber ist das der richtige Schritt, dann zu überlegen, okay, die Leute können nicht vor Ort kommen, die Einschränkung, die gibt es, damit muss man umgehen, aber ist es dann der richtige Schritt, auf eine Briefwahl umzusteigen oder kann man nicht überlegen, gibt es irgendwie ein Konzept für eine Online-Wahl oder eine digitale Wahl? Ja, sicher. Also die Frage ist ja sozusagen immer, das muss ja gewährleistet sein. Einmal das Geheimnis, ja, also die Richtig, geheime Wahl. ja. Ja, das hast du jetzt erstmal keinen Unterschied, wenn du das zu Hause machst über Briefwahl oder digital. Ja, also Richtig. da könnte ja auch ein familiärer Druck aufgebaut werden, Ja, der natürlich. sagt, welches Kreuz du da machst in der Kabine, das ist sozusagen deine Sache, das sehe ich nicht, liebe Frau oder lieber Mann, aber wenn du hier zu Hause wählst, dann wählst du das gleiche wie ich. Genau, du kannst dich frei entscheiden, dass du die wählst. Genau, das ist bei der Briefwahl Ja. oder digitalen Wahl auch Ja. beides möglich. Ja, das andere ist ja sozusagen die Frage der Manipulierbarkeit. Also gibt es ein technisches Verfahren? Ja, und das ist ja, glaube ich, auch schon in ganz vielen Bereichen, dass man es anwenden kann, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Ja, aber wenn ich jetzt gerade zum Beispiel, das war vorgestern oder was auch immer gehört, dass gerade der Chef der amerikanischen Post, ich sag mal, scharf in der Kritik steht, weil er ein großer Trump-Förderer ist, von Donald Trump auch überhaupt auf seinen Posten gesetzt wird und der im Prinzip für die Zustellung, der Briefe verantwortlich ist. Und man kann ja mittlerweile auch durch Big Data, ich sag mal durch Datenanalyse vorhersagen, in welchen Gebieten ja wie auch gewählt wird. Da kann ich doch nicht davon reden, dass digital irgendwie anfällig ist und Papierwahl irgendwie sicher. Also, das geht doch auch nicht. Naja gut, einmal hast du sozusagen tatsächlich den Vorgang der Briefwahl, das heißt, das haben wir ja heute auch, dass ich einen Zettel ausfüllen kann zu Hause, check den Briefumschlag und Richtig. schick den dahin. Natürlich kann auch sozusagen damit unterwegs irgendwas passieren oder die in irgendeiner, was ich, Abfalleimer landen, ja, Ja. oder ein Wasserrohrbruch macht alles kaputt. Klar. Oder ein Brand vernichtet alles oder was weiß ich was. Ja. Wichtig muss aber sein, und das glaube ich, ist für die Akzeptanz in der Bevölkerung wichtig. Ich glaube, das haben wir an der Corona-App auch gesehen. So eine Digitalisierung einer eigentlich, sag mal, nicht vorhandenen oder früher analogen Vorgehensweise muss in der Bevölkerung auch ak eine Akzeptanz finden, damit sie Ja. angewendet wird. Deswegen glaube ich, diese ganze Diskussion, die ich manchmal so in Talkshows erlebe, wo sagt, ja, hätten wir doch damals bei der Corona-App sozusagen gleich darauf gesetzt, dass wir Tracking machen, also das heißt, die App erfasst, wer mit wem Kontakt hatte, ja, dann hätten wir heute die ganzen Probleme nicht. Ja, aber diese Akzeptanz, die steigt doch mit der Gewohnheit. Und solange wir, wie gesagt, immer erst noch das analoge oder das im Prinzip schon verjährte Medium auswählen, statt auf das aktuelle zu wählen, gelingt es doch nie, eine flächendeckende Gewohnheit irgendwie in der Gesellschaft herzustellen. Genau, deswegen gibt es ja so etwas wie ein Stufenverfahren. So stelle ich mir das zumindest immer vor, Ja. dass man sagt, man muss sich an Dinge manchmal langsam gewöhnen. Weil das haben wir, die Erfahrung hast du auch und die Erfahrung habe ich auch, dass wir es immer mit Menschen zu tun Ja, haben. Und die natürlich. Menschen, ich sag mal, der Wille zur Veränderung ist ja auch immer nur begrenzt. Ja? Oh. Und das ist ja der Vorteil von Estland. Estland hat ja Ja, sozusagen das sind der ganz andere mit dem Voraussetzungen Zerfall der gewesen. Sowjetunion Klar. den Vorteil gehabt, dass sie gesagt haben, wir fangen bei Null an und bauen Richtig, alles neu richtig. auf. Hier hast du ein ganzes System, das hat immer schon so Es war schon funktioniert. immer so, genau. Und wie ich dieses Argument nicht hören kann, Genau, ja. das war schon immer so. Warum Richtig, sollen richtig. wir daran was ändern? Ja, Ja. sicher. Ich meine, mir ist vollkommen klar, dass man Estland und Deutschland, ich sag mal, das nicht vergleichen kann eins zu eins. Ja, ganz andere Grundvoraussetzungen. Aber trotzdem muss man fragen, ob man, ich sag mal, Digitalisierung als gesellschaftlichen Prozess, ob man den wie aufgrund der Progression einfach macht, weil es zeitgemäß ist, oder einfach aus der Gewohnheit an alten, ja, Verfahrensweisen festhält, weil du, wie du schon sagst, es war halt schon immer so. Genau.
Na, und ich glaube, solange die Leute für die Entwicklung zuständig sind, die eben in diesen alten Gewohnheiten, ich sag mal, aufgewachsen sind, wird sich, glaube ich, leider so schnell auch nichts ändern. Ja, und deswegen, und das, ich glaube, das ist auch in der ganzen Digitalisierungsfrage so eine Grunderfahrung. Also Menschen ändern ihr Verhalten eigentlich dann, wenn sie sich von dem neuen Verhalten einen Vorteil ausdenken. Das heißt also wirklich auch deutlich machen und erfahrbar machen, wo die Vorteile liegen. Ja? Also wie meine Verwaltungskollegin, ja, die gesagt hat, wenn ich gesagt habe, wir machen die ganze Anmeldung nur noch digital, wir brauchen da gar nichts mehr machen, und sie sagt, wollen Sie mich arbeitslos machen, ja, ist ja sozusagen erstmal dieses, das war auch ein bisschen scherzhaft gemeint, weil sie natürlich weiß, dass ich sie nicht arbeitslos natürlich machen will, ja, aber dieser Grundreflex, ja, der ist ja gesellschaftlich da. Klar. Also Veränderung bedeutet dann Arbeitsplatzabbau und. Ja. Das ist ja die ganze Diskussion mit Digitalisierung in der Industrie, in welche Arbeitsplätze dann im Prinzip wegfallen. Die gleiche Diskussion, die wir bei der Industrialisierung ja auch schon hatten, dass dort eben auch Arbeitsplätze weggefallen sind. Genau. Wir hatten jetzt gerade die Diskussion vorgestern über faire Software. Gibt es sowas wie faire Software? Also wir können über fairen Kaffee und faire Schokolade und faire Kleidung und faire was weiß ich was alles, aber gibt es eigentlich faire Software? Was ist denn eigentlich eine faire Software? Oder was ist faire Hardware? Ja. Also Fairphone ist ja sozusagen ein Hinweis, dass es darüber eine Diskussion gibt, wenn sie auch nicht in der breiten gesellschaftlichen Ebene stattfindet, aber sie gibt es. Das ist was richtig. Heißt denn eigentlich, wenn wir uns zu einer nachhaltigen Gesellschaft, Sustainable Global Goals, bla bla bla. Superchild, ja. Was heißt es denn für uns als Menschen im Alltag? Wo müssen klar. wir unser Verhalten oder wo sollen wir unser Verhalten ändern? Ja. Und da kann Digitalisierung dazu beitragen. Ja. Ja. Und das muss aber erfahrbar sein. Das muss erfahrbar sein. Und wenn Menschen sagen, ach, ich habe doch jetzt die ganze Zeit schon E-Mail, kommuniziere jetzt über E-Mail und ich sage, dieses Dateien hin und her verschicken über E-Mail, finde ich, es ist gang und gäbe, aber es ist nicht zeitgemäß. Nicht wirklich, nein. Genau, wir können das auch anders regeln und das hat auch möglicherweise einen positiven Beitrag, weil natürlich auch das Versenden von Dateien über E-Mail, ja, Energie verbraucht. Natürlich. Ja, und das Ablegen auf dem Server verbraucht auch Energie. Und jetzt müsste man natürlich genau schauen, wie hoch ist denn der Energieverbrauch, wenn ich eine E-Mail mit einem Dateianhang an 50 Leute verschicke oder wenn ich sage, ihr findet die Datei da und ladet sie runter. Ja, da ist, also ich kenne einen Professor in Norddeutschland, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Ja, welcher Energieaufwand ist denn eigentlich notwendig, um das zu machen? Und dann kommen immer die aus der Ökologiebewegung, zu der ich ja auch gehöre, ja, die sagen, ja, aber es ist ja alles unökologisch. Nur, wir haben die Diskussion gehabt mit, ich sag mal, Ökobilanzen ja in ganz vielen Bereichen. Also wir haben das bei Wegwerfwindeln gehabt versus Moltonwindeln, Stoffwindeln, ja. Wir haben es bei Einweg versus Mehrwegflaschen, also die Diskussion. Und immer zu gucken, was sind denn eigentlich unsere Kriterien daran, wie belastend ist eine Digitalisierung aus einer Nachhaltigkeitssicht. Und das Thema auch aufzunehmen in diese ganze Nachhaltigkeitsdebatte. Und ich glaube, dass es eine Illusion ist, zu sagen, wir bleiben bei dem, was wir haben und digitalisieren besser nicht, weil das dann zusätzlich Strom verbraucht. Ja? Und der Stromverbrauch ist ja in dieser ganzen Digitalisierungs-Nachhaltigkeitsdebatte so ein Thema, dass ich sage, ne, wir müssen mal gucken, was rechnen wir eigentlich alles rein? Ja? Was rechnen wir eigentlich rein, wenn wir 50 Einladungen an 50 Menschen mit Post verschicken? Ja? Richtig. Was taucht da an Energieverbrauch auf für das Papier, für den Umschlag, für die Briefmarke, für den Postversand, Zustellung. Für den Weg, für die Zustellung und. Ja. Und da zu schauen, was ist denn eigentlich nur tatsächlich aus Sicht Stromverbrauch oder Energieverbrauch, was ist denn da eigentlich besser? Ja,
Spannendes Thema, genau. Ja, müssen wir Erfahrung sammeln. Richtig, richtig. Richtig. Wobei, also ich hatte zum Thema Energieverbrauch hier wirklich mit meinem Nachbarn letztens nochmal nette Unterhaltung, weil mich ja natürlich auch interessiert, inwieweit verändert sich mein Energieverbrauch bzw. meine Stromrechnung, wenn ich jetzt hier im Homeoffice natürlich auch bin. Und ich hatte dann vor ein Jahr Zeit, dann auch mal so eine Messsteckdose dann hier in eine Steckdose mit rein und gesteckt. Es interessiert mich einfach. Hier ist jetzt ein Laptop, zwei Zusatzmonitore, ein Mischpult, ein Videomischpult, eine Festplatte und diverse Hardware, was da alles angeschlossen ist. Die Beleuchtung, genau, hier für das kleine Studio. Und überraschenderweise kam ich hier auf einen durchschnittlichen Verbrauch, also wenn alles zusammengerechnet wird, auf knapp 240 Watt. Mhm. Was das jetzt so jetzt gerade im Moment verbraucht, das heißt, wenn es 4 Stunden läuft, habe ich meine Kilowattstunde in etwa voll. Und wenn man das jetzt mal vergleicht zu vor Jahren, wo es noch keine LED- oder Energiesparlampen gab, wo wir wirklich noch so 100 Watt Birnen verwendet haben oder auch PCs mit 500 Watt Netzteilen mit drin. Also das ist ja Wahnsinn, was auch die Technik, wie die sich entwickelt hat, um auch effizienter einfach zu arbeiten. Genau. Das ist ja so eine Frage, wo kann Digitalisierung auch zur Effizienzsteigerung beitragen und wo, und das ist ja auch so eine Debatte, wo verzichtet man auch auf Digitalisierung. Genau. Richtig. Ja. Und mein Ansatzpunkt ist immer zu sagen, wir müssen das nicht sozusagen von dem, was gibt es, denken, sondern von dem, was wollen wir. Also wo ist eigentlich unsere Zielsetzung? Ja. Wohin wollen wir? Wollen wir hin zu einem papierloseren Büro? Ja? Dann nutzt es nichts, Faxgerät anzuschaffen. Das ist richtig. Und zu sagen, okay, wenn wir das wollen, dann müssen wir aber unsere Verwaltungsabläufe, dann müssen wir unsere Arbeitsabläufe auch verändern. Genau, richtig. Ja. Und das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, ja, was trägt sozusagen dazu bei, dass wir unser Ziel erreichen? Hm. Ja, wenn wir ein Ziel haben, Energieeinsparung, ja, dann sagen, okay, dann kann es ja durchaus sein, dass man aus ökologischen Gründen sagt, wir stellen um auf LED-Beleuchtung. Ja, wir haben bei uns im Büro noch ganz viele Nicht-LED-Beleuchtungen, ja, die jetzt einfach auszutauschen, zu sagen, das Alte schmeißen wir jetzt weg und dafür kaufen wir das Neue, würde erstmal energieeffizienter sein. Aber zu sagen, wir warten einfach, bis dieses System jetzt nach und nach ausfällt und ersetzen dann die Systeme durch andere, ja, kann ja, und das bedeutet ja Nachhaltigkeit auch, ein Ausgleich sein zwischen ökonomischen und ökologischen Kriterien, weil bei der Beleuchtung ist soziale Kriterien, die ja auch zur Nachhaltigkeit zählen, einfach, sag mal, geringerwertig. Hm. Aber dann zu sagen, also wirklich, wohin wollen wir auch als Gesellschaft mit der Digitalisierung? Wir sind ja auch beschäftigt, im Augenblick du auch, ich auch, mit der Digitalisierungsstrategie des Landes Hessen. Richtig, richtig. Ja, da schreiben wir gerade mit an einer Stellungnahme. Ja. Ja. Und auch dazu sagen, wo ist denn eigentlich die Zielsetzung? Ja, die Zielsetzung, die immer wieder in dem Papier auch, aber auch in allen Talkshows, in allen Gesprächen, der Mensch soll im Mittelpunkt stehen. Aber was heißt es denn eigentlich bei der Digitalisierung? Ja. Ja, Bildungsbereich haben wir vorhin schon gehabt. Ja, da kann man vieles auch digitalisieren. Ja, wenn man es will, wenn man sagt, das ist tatsächlich ein Ziel. Ja, aber es setzt halt auch immer den Wille zur Veränderung voraus. Und was ich zum Beispiel jetzt auch gesehen habe, wir reden gerade ganz viel darüber, gerade im schulischen Bildungsbereich, wie wir Zugänge schaffen, also durch Investitionen, Technik anschaffen, Whiteboards hinstellen und dann vielleicht auch die Lehrerinnen und Lehrer qualifizieren, aber Digitalisierung bedeutet ja eigentlich noch viel mehr, wenn man das als gesellschaftlichen Prozess sieht, weil man dann ja eigentlich auch die Lerninhalte, die Bildungsinhalte anpassen müsste. Wir arbeiten ja immer noch von einem Lernkonzept, was aus dem, also wahrsten Sinne des Wortes, letzten Jahrtausend stammt, auch wenn das jetzt erst 20 Jahre her ist, aber natürlich noch weiter zurückgehend. Also von daher die Digitalisierung oder Digitalität, wie man so schön auch spricht, verändert ja auch die Aufnahme, die Bildung, das Lernverhalten. Und
da reicht es einfach nicht nur in Technik und in Kompetenzen zu investieren, sondern man muss ja auch Bildungsinhalte einfach mal umkrempeln. Also vielleicht mal so eine Bildungsrevolution oder Reformation eher, auch mal so eine Neuordnung. Und das vermisse ich halt wirklich ganz stark in allen Ländern. Ja, das ist natürlich auch so, dass, ich sag mal, dieser Stand, also Stand meine ich jetzt als Interessensgruppierung, ja, gerade in der schulischen Bildung ein sehr stark gewachsener ist, ja, der einfach da auch hartnäckig ist und sagt, analog first. Also ich würde es jetzt mal übertreiben und würde sagen, analog first. Ja, wir sind sozusagen die Lehrerinnen und Lehrer in unserer Rolle. Ja, wir sind diejenigen, die was wissen und müssen diesen unwissenden Menschen sozusagen das Wissen vermitteln. Richtig. Ja, das ist, glaube ich, so ein Verständnis, das es heute in vielen Bereichen noch gibt, auch wenn es sich am Auflösen ist. Nicht nur an vielen. Das siehst du ja auch in den Strategiepapier und dann ganz wie die von ganz klaren Bildungshierarchien ja auch ausgeht. Gut, Ja. Digitalstrategie Hessen, der ganze Bildungsbereich bezieht sich nur auf formale Bildung. Ja, Also da richtig. wäre mein erster Kritikpunkt zu sagen, es Das sowieso. gibt auch einen Natürlich. Ja, staatlichen ja. Auftrag, die außerschulischen Ja, klar. oder nonformal oder informellen Richtig. Bildungsanstrengungen zu belohnen und zu Ja, initiieren, zu natürlich. fördern. Ja, wir hatten das ja auch in dem Gespräch mit der Digitalministerin. Ja, dass ich gesagt hatte, ja, ist eigentlich so ein System, dass man nicht auch von Staats wegen, also staatlich angeregt, so etwas macht wie digitale Patinnen und Paten in Ortschaften, wo man sagen kann, ah, wenn Sie hier eine Senioreninitiative in Klein-Bickelheim haben, ja, und da gibt Ja. es in der Nähe von Groß-Bickelheim gibt es zwei Leute, die kann man auch mal ansprechen. Wie ist das? Wir wollen hier, was ich, unseren Seniorennachmittag Tablet-Kurs machen oder sowas. Ja, wo die Ministerin gesagt hat, ja, das ist ja eigentlich, Sie müssen auf uns zukommen als Staat, ja, und Ja. dann können wir ja gucken, ob wir das unterstützen. Ja, wobei, da muss man jetzt ja auch zur hessischen Ehrenrettung sagen, die Staatskanzlei hat ja, wie gesagt, genau wegen diesem Thema ja auch Kontakt mit mir aufgenommen, mit uns aufgenommen, um eben auch Expertisen auszutauschen und dort auch mit dran zu arbeiten. Also von daher ist das wohl auch Ich irgendwie, habe ja jetzt gerade über genau. das Strategiepapier Richtig, geredet, das ja, und dieses stimmt. Strategiepapier, das geht ja im Prinzip darauf hinaus, dass darin steht, Ja. ja, der Staat schaut sich an, Digitalisierung, wo Richtig. ist unser strategisches Ziel, und unser strategisches Ziel ist auch Digitalisierung von Bildung. Ja, klar, Aber natürlich. im Blick haben Sie tatsächlich die formale Bildung, Ja. und da geht es mir nicht weit genug. Und Das ist ich würde richtig. mir wünschen von der Landesregierung, ich hoffe ja, die kommen dahin, ja, dass sie sagen, wir müssen eigentlich als diejenigen, die auch Gelder bereitstellen für die Aufgaben, die wir ja haben, auch zu sagen, wir müssen auch in die außerschulische Bildung Ja, natürlich, von natürlich. Bildungsträgern, die in freier Trägerschaft sind, Sicher. auch finanzieren. Allein diese Reduzierung des Lern- oder Bildungsortbegriffes auf den Ort Schule ist, finde ich, einfach nicht weit genug gedacht. Also Bildung und Lernen findet nicht nur in der Schule statt und es reicht nicht, wenn man zum Beispiel überlegt, wie können die Entwicklung ausgehen? Ich sag mal, die Schulen ans Netz zu setzen, wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte, die Schulen auszustatten. Es geht einfach generell, ich sag mal, Verfügbarkeit in den Haushalten, in den Regionen. Man muss das über die Schule hinaus einfach auch denken. Ja, ich gebe die Frage, den Impuls auch nochmal an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Facebook-Livestream, die auch ein paar mit dabei, gerne mal weiter. Fragen, Anmerkungen, Kommentare gerne nochmal ja, ins Kommentarfeld. Dann nehmen wir das mit auf. Ja, ansonsten haben wir jetzt noch 3 Minuten, 4 Minuten, na gut, sagen wir 5 Minuten, wir haben ja auch später angefangen. Meinst du Nachspielzeit? Nachspielzeit, genau. Nachspielzeit. Ja, also das sind so aber wirklich Ja. die Sachen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Einerseits,
Und das ist wirklich so auch strategisch mal zu überlegen, wo wollen wir eigentlich hin? Richtig. Da finde ich ganz interessant, eine Anregung, die ich bekommen habe, mal von einer Kollegin, die eine Professur für Medienpädagogik hat in München, die gesagt hat, wir haben ganz viele Schreckensszenarien, also so dystopische Entwicklungen von Technologien, die uns beherrscht. Ja, man denkt an den Terminator oder diese ganzen Überwachungs. Aber wir haben eigentlich ganz wenig Fantasie, ganz wenig so Überlegung, wie wünschen wir uns eigentlich mal eine Gesellschaft in 20 Jahren oder in 30 Jahren? Ja, wie stellen wir das vor? Dass da ganz wenig positiv besetzte Bilder gibt, sondern eigentlich die Bilder medial geprägt, wahrscheinlich. Natürlich, sicher. Einfach immer negativ sind. Und dann zu sagen, okay, ja, und wenn dann die Paketauslieferung über Drohnen, ja, und dann stelle ich mir hier vor, in unserer Ortschaft, in der wir leben, sind dann 30, 50 Drohnen ständig unterwegs und die dröhnen in meinen Ohren. Ganz schlimm. Sonst würden sie ja Flauschen heißen, wenn sie flauschen würden und nicht drohnen. Ja. Ja. Oder es gibt so Talkshows, wo man sagt, man investiert jetzt in die Bahn, eine Technologie, die eigentlich veraltet ist. Man müsste jetzt in so Lufttaxis investieren. Ja? Ja. Also zu sagen, was sind denn eigentlich so positive Bilder von Zukunft? Das stimmt. Ja? Das finde ich mal ein spannendes Thema, dass wir uns das auch mal vornehmen. Genau. Zukunftsbilder. Zukunftsbilder. Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Ich glaube, da hatten wir auch schon mal in einer Folge ja schon mal drüber gesprochen. Aber kann man, glaube ich, nicht genug drüber reden. Wenn bis dahin Skynet nicht die Weltherrschaft an sich gerissen hat. Das ist auch aus irgendeinem Buch, gell? Terminator? Ja. Okay. Toller Buch. Toller Buch. Ja, ich habe zu Hause auch zwei Bücher, die sich auch mit so einer digitalen Dystopie beschäftigen. Ja. Demon und noch ein zweites Buch vom gleichen Autor. Ich weiß es nicht mehr genau, aber die Tendenz ist auch so, Überwachungsstaat, wir werden alle knechten. Ja, genau, wir werden euch mit Windows-Updates knechten, bis eure Lüfter die Grätsche machen. Ja. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir sind jetzt auch sehr rund, auch vor allen Dingen, was die Zeit angeht. Und von daher herzlichen Dank auch mal fürs Zuschauen und auch fürs Mitwirken. Und an dieser Stelle haben wir noch einen Werbeblock einzublenden. Es war mir eine Freude. Es war dir eine Freude. Ja. Eine Freude, genau, eine richtig. Freude. Richtig, genau. An dieser Stelle nochmal eine Empfehlung, entweder auf das Blog gedankenflimmern.de oder eben auch hier auf das der evangelischen Erwachsenenbildung, wo eben auch weitere Termine, Fortbildung, Angebote, ich sag mal, auch im Kalender mit drinstehen. Und von meiner Seite an dieser Stelle übergebe ich dir jetzt ganz offiziell das Schlusswort. Du darfst Tschüss sagen. Tschüss. Macht's gut. Ciao.